Anonym surfen. Einfach erklärt. In den letzten Jahrzehnten hat das Internet eine rasante Entwicklung gemacht. Leider nicht unbedingt nur zum Guten. Wenn du dich heutzutage durch die Online-Welt bewegst, heißt das im übertragenen Sinne mittlerweile leider, dass du dich beim Stadtbummel ständig von Wildfremden mit einem gut lesbaren Schild fotografieren lässt, auf dem ein detaillierter Steckbrief und eine ausführliche Liste mit den letzten 100 Dingen stehen, die du getan hast. Es mag zwar sein, dass dich das im Surfalltag nicht so sehr stört, aber jeder Mensch hat ab und an das Bedürfnis und vor allen Dingen immer das Recht, sich ganz frei und unbeobachtet durch seine Welt zu bewegen. Egal ob nun offline oder online. Leider ist es technisch aber nicht so einfach, sich freier und anonymer durch das Internet zu bewegen. Doch zum Glück gibt es eine große Anzahl von Freiwilligen, die das sogenannte Tor-Netzwerk betreiben. Tor kommt von The Onion Router, frei übersetzt der Zwiebelvermittlungsknoten. Nein, nicht so. Das hat eher mit den Schichten einer Zwiebel zu tun. Denn wenn du das Tor-Netzwerk zum Surfen nutzt, verbindet dein Gerät dich nicht mehr direkt mit der Internetseite, die du besuchen möchtest, sondern deine Daten durchwandern vorher mehrere Schichten. Dabei benutzt der Browser eine verschlüsselte Verbindung zu einem zufälligen Tor-Rechner. Und durch diese erste Verbindung wird eine zweite verschlüsselte Leitung zu einem weiteren Tor-Rechner zum Datenaustausch genutzt. Und durch diese Leitung führt nochmal eine dritte verschlüsselte Leitung. Erst dann kommen deine Daten bei der anderen Seite, die du eigentlich besuchen möchtest, an. Das Besondere an dieser Art des Weiterleitens ist, dass der jeweilige Tor-Rechner nicht in die verschlüsselten Daten der anderen Tor-Rechner blicken kann. Das heißt, keiner der Tor-Rechner weiß gleichzeitig, wer du bist und wohin du surfst. Könnte also, auch wenn er überwacht würde, diese Informationen niemals preisgeben. Du bist also durch die Nutzung von Tor weitestgehend anonym. Oh jemine, Verschlüsselungsschichten, Tor-Netzwerk. Das hört sich jetzt alles ganz schön kompliziert an, aber zum Glück ist es viel, viel einfacher, das Tor-Netzwerk zu nutzen, als es zu erklären. Denn alles, was du dazu brauchst, ist der Tor-Browser. Eine spezielle Version von Firefox. Einfach torproject.org aufrufen und Download Tor anklicken. Runterladen. Entpacken. Starten und einmal auf Connect klicken. Fertig. Schon kannst du, wie gewohnt, surfen, nur eben anonymer als sonst. Aber selbst wenn es dich nicht stört, dass deine Daten von Werbefirmen gesammelt, analysiert und weiterverkauft werden und du auch kein Problem damit hast, dass sie von Geheimdiensten auf Vorrat gehortet werden, um sie, naja, mal sehen, was man in den nächsten Jahrzehnten so alles damit anstellen kann, vielleicht findet sich ja irgendwann mal was, was man gegen dich verwenden möchte. Also selbst wenn dich das alles nicht stört, du solltest trotzdem auch jetzt in Betracht ziehen, das Tor-Netzwerk zu nutzen. Denn je mehr Leute es nutzen, desto mehr verschlüsselte und anonyme Daten fallen insgesamt an. Und damit hilfst du allen, die zum Beispiel durch ihren Beruf dazu verpflichtet sind, mit den eigenen oder mit fremden Daten sensibel umzugehen oder dessen Freiheit oder gar Leben davon abhängt, dass sie anonym kommunizieren können. In diesem Sinne, schütze nicht nur dich, sondern auch deinen Lieblingswhistleblower und surfe die Welt jeden Tag ein bisschen besser.